Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Bloodborne. Mein Name ist Mr. CVG und wir haben in der letzten Folge den Endboss vom DLC The Old Hunters besiegt. Jetzt könnte man meinen, okay, das könnte es ja vom Spiel gewesen sein, aber es ist leider noch nicht ganz das Ende. Bevor wir nämlich zum optionalen Boss kommen, den vielleicht viele vergessen könnten, möchte ich einmal in die See hinaus. Es kann sein, dass ich jetzt hier mein Blut verliere, aber scheißen wir mal auf die 177.000 Blut, die wir gesammelt haben vom Boss, und gehen einfach mal ins Meer. Ins noch trübe Meer. Zeit für Leben. Oh, guck mal, hier kommen wir gar nicht mehr weiter. Können wir mal trotzdem gucken. Es wäre jetzt lustig, wenn wir irgendwo runterfallen würden. Aber hier ist eine unsichtbare Wand, wie es aussieht. Ja, also hier kommen wir nicht weiter. Schade. Ich habe gedacht, jetzt könnten wir da hinten zu den Masken und uns vielleicht nochmal ein super geheimes Item abholen, was der Oberkiller an Waffe beinhaltet. Bevor wir da hingehen zum optionalen Boss. Hier, diese Masken, die meinte ich in einer Folge, die sieht man in der Albtraumfront, wenn man in die Ferne rausguckt, da wo ungefähr der Boss ist. Müsst ihr mal beim Eingang rechts rausgucken an der Albtraumfront, oder vielleicht habe ich das schon? Ne, ich bin noch in diesem Gameplay, also in den MG Plus bin ich noch gar nicht in der Albtraumfront. Ich könnte theoretisch da durchrennen. Geht das? Ah ne, ich brauche den Schlüssel, oder? Bin mir gerade nicht sicher, ob ich den Schlüssel brauche. Wir gucken einfach mal ganz kurz dahin. Dann zeige ich euch, was ich meine. Guck mal, und die beten immer noch an. Eigentlich müssten die ja nicht mehr beten. Ich habe die jetzt extra in den gesamten Parts nicht angegriffen, weil ich dachte, oder ich denke, die würden mich angreifen. Und die würden extrem aggressiv werden, wenn ich sie angreife. Soll ich sie einfach mal angreifen? Die geben aber auch nichts, ne? Ne, die geben dann nicht mal Blut. Also bringt's auch nichts. Ich habe gedacht, die wären, wenn ich zum Boss gehe, dann immer aggressiv, aber das ist total egal, ob man die angreift oder nicht. Das ist echt ein Motherfucker-Boss, ey. Ganz ehrlich. Und da ist mir vollkommen egal, was ich dafür Wörter benutze. Okay, wenn man den Trick einmal raus hat, ne, geht's einigermaßen. Die erste Phase. Aber trotzdem, ich hasse den Boss jetzt schon. Es ist, glaube ich, einer meiner nervigsten Bosskämpfe überhaupt gewesen. So, und hier sehen wir nochmal mein Level. Ich bin jetzt gleich 139. Meine Stats. Auf 50 Vitalität, das reicht jetzt erstmal, würde ich sagen. Die Frage ist Geschicklichkeit. Guck mal, Stärke kriegen wir 3. Hier kriegen wir 2. Aber kein Schaden auf die zweite Waffe. Ich würde ja gerne ein paar Geschicklichkeitswaffen noch ausprobieren. Ich habe ja ein Rock. Also, ich zeig euch mal. Ein Blutbrocken. Blood Rock. Damit kann man seine Waffe auf 10 upgraden. Und da würde ich wahrscheinlich gerne dann irgendwann die Geschicklichkeitswaffen aufwerten. Jetzt muss ich kurz gucken. Ich will euch das ganz kurz zeigen, was ich meine. Vielleicht. Ich glaube, ich war das schon. Ja, hier im Unterrichtsgebäude müssen wir hin, um zur Albtraumfront zu kommen. Wenn wir da nicht hinkommen, dann scheißen wir drauf. Oder ich jedenfalls. Weil ich wollte es euch eigentlich nur mal zeigen. Hier habe ich halt noch gar nichts gemacht. Im NG Plus. Wir müssen nämlich da ganz hinten hin. Aber ich glaube, wir brauchen dafür einen Schlüssel.
Vielleicht auch nicht. Gucken wir mal. Nee, wir können da so rein. Aber dann werden wir gleich in PvP verwickelt. Weil die Albtraumfront ist leider eines der bekanntesten PvP-Gebiete. Also hier wird man sofort invaded, wenn man... Also wo ich hier jetzt bei meinem ersten Playthrough war, wurde ich sofort invaded. Und ich habe hier auch mir die Spaß gemacht, die Leute selber zu invaden. Aber es ist halt total unangenehm, wenn du als erstes hier reinkommst. So, und das meine ich da hinten. Seht ihr das? Da hinten, das sind die Masten, die ich meinte. Masten? Ja, da kommt schon die finstere Glocke. Aber scheiß mal erstmal drauf. Da, das sind die Masten. Und da hinten sieht man so ein bisschen, ja, Gestein und so weiter. Also das wird womöglich irgendwie zusammenhängen, alles. Mit der Albtraumfront. Vielleicht auch mit dem... Oh, jetzt kann ich hier nicht reisen. Toll. Jetzt werde ich invaded. Ne? Geil, ne? Richtig geil. Oder muss ich erst die Glockenbell finden? Oder die Ballerini. Ballerini. Ich weiß es halt gerade gar nicht. Ob das damit zusammenhängt. Kann eigentlich aber nur. Ich weiß, wo die ist. Aber wie ich da hinkomme, weiß ich gerade gar nicht. Ja, da kommt's schon. Ja, ja. Ja, ja. Da kommt schon der PvP. Dann haben wir mal ein bisschen PvP-Style. Gucken wir mal, wo der kommt überhaupt. Wir nehmen mal die Raikuyu. Habe ich zwar nicht auf 10, aber scheißegal. Ich weiß bloß nicht, wo er kommt. Ah, da ist er doch. Das war klar. Und da ist er down. Raikuyu ist schon heftig geil im PvP, ne? Geil, geil, geil. Guck dir diese geilen Waffen an. So, ich hoffe mal, ich kann jetzt zurück. Und ich muss nicht diese Bell besiegen. Ja, okay. Sehr schön. Ich habe erst gedacht, wo er mich gekontert hat, wo er mich parkiert hat. Das war's für mich. Aber es hat gar nicht so viel abgezogen. Es hat sich doch gelohnt, so viel ja, Vitalität zu skillen. So, wir gehen mal alles aus. Bullets. Oh, so viel will ich eigentlich gar nicht. Kann ich irgendwie in 10er Schritten das wählen, ne? So. Rest Blut. Ich weiß, das ist übertrieben, aber egal. So. Wir gehen jetzt nämlich zum optionalen Boss. Guten Tag. Welcome home, und ja, das. What is it you desire? Farewell, mate. Die quatschen home, immer mit mir. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie man da am schnellsten hinkommt, aber ich weiß, wie man da hinkommt. Nee, das müsste, glaube ich, der richtige Punkt sein. Und zwar müsst ihr
Das weiß ich. Ich kann es nochmal vorlesen. Wenn er hier zu Ende geladen hat. Müsst ihr zum einen ein Item haben. Und zwar dieses schöne Item. Wo ist denn das? Ah, hier. Lawrence Schädel. Der Schädel ist ein Symbol von Lawrence Vergangenheit und von dem, was er nicht beschützen konnte. Er muss nach seinem Schädel suchen. Doch auch, wenn er ihn findet, wird er niemals seine Erinnerung zurückerlangen. Ja. Da steht, oben lesen wir es nochmal ganz vor. Schädel des ersten Pfarrers der Heiligen Kirche. In Wahrheit war er die erste Klerikerbestie und sein menschlicher Schädel existiert nur im Albtraum. Ja, das könnte ein bisschen darauf hinweisen. Ne, hier nicht. Wir können ja trotzdem mal ganz kurz gucken. Ne, hier ist er nicht mehr. Hier stand nämlich dieser NPC, der gestorben ist. Ja, dieser... ja, ich muss echt hier lang. Dieses Item kann schon ein bisschen darauf hinweisen, weil es zum einen ein Questgegenstand ist. Ach. Weil es in erster Linie natürlich ein Questgegenstand ist und die meisten, und hier im DLC gibt es halt nicht viele Questgegenstände, da könnte man sich denken, wozu brauche ich einen Questgegenstand, wenn ich ihn niemals benutzen werde? Also geht man den offensichtlichsten Weg ein, um diesen Questgegenstand irgendwie zu benutzen. Und zwar haben wir in der Kirche... Mann, nerv nicht. So. Haben wir in der Kirche eine Klerikerbestie gesehen und das Item weist auf eine... Klerika bis hierhin. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das der Boss sein wird. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es der Boss ist. Ich weiß nur, wie ich da hinkomme. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das der Boss sein wird. Wir gehen einfach mal, rushen einfach durch. Wir fassen uns nicht mit den. So, die können sich da in Ruhe attacken. Ich will aber gerne Ruhe haben. Dankeschön. So. Seid doch mal ruhig da hinten. Danke. So. Und zwar, es ist die einzige Möglichkeit wirklich, wo wir halt zwar schon waren, aber wo wir halt das den Questgegenstand noch nicht hatten und wo wir im Grunde einen großen Raum hatten, haben, um einen Bossfight zu starten. Und hier war ja auch im normalen Spiel ein Bossfight. War das schon immer so? Dass das so hoch ging? Das Feuer? Oder die Asche? Ich kann mir vorstellen, das wird der Boss. Warte mal. Bevor wir... Ich habe ein bisschen Angst. Bevor wir da was machen. Ich guck mal, ob ich irgendwie Feuerresistenz habe. Er sieht mir aus, als wäre das ein Feuergegner. Oh, da verliere ich ganz schön viel normale Angriffskraft. Also Angriffsverteidigung. Hm. 50 Feuerresistenz ist eigentlich schon ziemlich gut. Feuer 90. 110. 140.
Gucken wir nochmal, ob wir noch was Besseres haben. Das ist noch ein bisschen besser. So. Feuer 70. Ich denke mal, der wird keine Stichwaffen benutzen, wenn es wirklich die Bestie ist. Deswegen müssen wir auf stumpfe, gegen stumpfe, ja, Angriffe aufbauen. 90. Das ist eigentlich schon ganz gut. Man könnte theoretisch noch auf 90 gehen. Aber hier auf 60. Die Qual der Wahl mit den Gegenständen, ne? Ich lasse das jetzt erstmal. 70 ist eigentlich auch schon ziemlich gut, ey. Ich lasse das jetzt mal. Gucken wir mal. Also ich denke mal... Oh. Ich hab's genau gewusst. Hat's mir echt denken können. Und das ist auch noch Feuer. Und das ist eine Kleriker-Bestie. Oh, macht der viel Schaden? Lawrence, der Fürste, der erste Vikar. Blitz. Ja, es ist wie die Kleriker-Beste, bloß mit Feuer. Schaden ist moderat, machen wir an denen. Also hier sollte man, ich guck noch mal ganz kurz meine Ausrüstung an. Habe ich, das ist halt ein bisschen blöd bei Bloodborne. In Dark Souls gab es immer irgendwas, was man die Resistenz kurzzeitig erhöhen konnte. Hier gibt es das halt nicht wirklich. Hier gibt es die Habt ihr jemals diese Flüssigkeiten hier benutzt, frage ich mich. Könnten Ölohren einsetzen, dann setzt er sich vielleicht selber in Brand. Das könnte lustig sein. Wir gucken mal, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Einfach mal ausprobieren. Ansonsten... Feuer können wir rausnehmen. Ich wollte es eigentlich raus haben. So. Wir probieren es einfach mal mit einer Ölurne. Das wird bestimmt lustig. Ansonsten ist ja nichts
Wichtig ist halt, ne? Wir gucken noch mal ganz kurz, ob wir irgendwas noch mal verbessern können. Ich würde schon gerne noch mehr Feuerresistenz haben. Ich glaube, die Feuerresistenz haut richtig hart rein. Die Feuerattacken. Nehmen wir mal die hier. 70 war schon fast Maximum, ne? 80. Haben wir eigentlich noch irgendwas Versenkendes für den Kopf? Wir hatten ja mal, gab's, kann ich mich dran erinnern, in Altjahren gab's versenkende Kleidung. Oder wie das heißt. Und das hat auf jeden Fall Feuerresistenz. Aber sieht nicht danach aus, dass es einen Kopf gab, ne? Ja, die Knochenhexe könnte man nehmen. Überall verliere ich extrem viele Werte. Ich lasse das so. Ich gucke nochmal ganz kurz die Schuhe an. Versenkte, genau. Versenkt hieß das. Hier gibt es auch nochmal versenkt, aber das ist etwas besser sogar. Die alte Jäger. Und Kopfglaube gab es nicht. Okay, dann gehen wir mal dorthin. Ist halt blöd. Der Weg ist halt etwas länger dorthin als zu den anderen Bossen. Wir könnten auch noch unsere Tabletten nehmen. Mehr Schaden zu machen. Hier kriegt man extrem viel für eigentlich nichts tun an Blut, aber okay.